Hallo Christine, Mensch, heute zum dritten Mal im Talk im Thüringer Wald Bergdorf EM Club. Es ist warm, ja. Lacht. Ich hoffe, bei dir ist auch schönes Wetter. Und ich habe immer noch Gänsehaut. Gänsehaut deshalb, weil wir heute einen Gast haben, der mich als kleines Kind so dermaßen motiviert hat, dass meine Mutter wahrscheinlich gedacht hat, was ist mit dem Jungen los? Also wenn es geschneit hat, hatte ich meine Skier an und habe sie dann auch irgendwie gefühlt gar nicht mehr ausgezogen. Gell? Und ich will auch gar nicht so viel sagen über den Frank Ulrich, der jetzt heute gerade hier ist. Ich freue mich riesig und herzlich willkommen, Frank. Ja, herzlich willkommen. Hallo und ein wunderschönen... Hallo. Hallo, Frank. Dass ich mal hier sein darf und so tolle Protagonistin kennenlernen darf, die hier für ein tolles Projekt engagiert. Ja, freue mich. Ich freue mich auch total. Ich bin wirklich auch begeistert, dass das so spontan auch alles geklappt hat. Und natürlich noch einmal auch von meiner Seite ein ganz, ganz herzliches Willkommen auch an alle, die jetzt zuschauen oder die später zuschauen. Wir haben heute wirklich eine ganz bekannten Sportler heute, ehemaligen Trainer, Biathlon-Olympiasieger. Er hat wirklich sehr, 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 sehr lange die deutschen Biathlon-Herren trainiert und war damit jahrelang wirklich ein Garant für Erfolg. Und er hat auch die deutschen Skilangläufer von 2012 bis 2015 trainiert. Und Frank, back to the roots, das ist ja so ein Anliegen auch der Bergdorfer, eben was das Fußballspiel betrifft. Und ich glaube, das kann man heute auch zu dir sagen. Back to the roots nach Trusetal, wo ja unser toller EM-Club ist und auch von Jens Robos wirklich so wunderbar hergerichtet worden ist. Frank, wie fühlt sich das an, mal wieder in deiner Heimatstadt zu sein? Du bist ja mit Thüringen, du wohnst ja auch in Thüringen, glaube ich, nach wie vor sehr, sehr stark verbunden. Ja, es ist faszinierend. Also ich bin total begeistert und muss sagen, es war wieder wie in alten Zeiten, als wir uns hier gesehen haben und begrüßt haben. Denn für mich ist Trusetal mein Geburtsort, mein Heimatort. Ja, da, wo ich groß geworden bin, wo ich ganz, ganz vielen Menschen auch unglaublich viel zu verdanken habe, von meinen Eltern angefangen bis hin über meine Schwester, die ganzen Trainer, die ganzen Funktionäre, die Lehrerinnen, die Erzieherinnen, genau. und auch meine Freunde und Sportlerkollegen, die ich vom Frühjahr her immer noch kenne. Ja, und das ist eigentlich so faszinierend, dass ich fast wöchentlich jetzt auch immer wieder hier aufschlafe. Mein Elternhaus steht ja nach wie vor noch oben, da muss ich mich auch noch ein bisschen drum kümmern. Ja, und da immer schön, wenn ich mal jemanden treffe und man kommt immer plattgeschwatzt, wenn man auch unsere traditionelle Sprache hier in Thüringer Wald, Entschuldigung, doch auch pflegen wollen. Ja, ja. Deswegen liegt mir Thüringen generell unglaublich am Herzen. Ja, das stimmt. Alles gut. Wie erlebst du denn momentan diese, ja, ich sag mal etwas, es ist ja schon eine komische Zeit so, ne? Also ich glaube, im Frühjahr, März, April war es noch intensiver, aber wie geht es dir jetzt so mit dieser Corona-Zeit? Ja, es ist eine Zeit, wo man sich ganz einfach auch mal umstellen sollte. Ist aber auch eine Zeit, wo auch, ich denke, jeder mal hier und da zur Besinnung kommt und mal so ein bisschen tatsächlich, wie du sagtest, back to the roots, einfach mal wieder bodenständiger wird, ne? Und nicht immer zu nur höher, schneller, weiter und diesen Gigantismus, sondern auch mal etwas nachdenklicher wird, ne? Und möglicherweise auch die zwischenmenschlichen Beziehungen noch mal ganz anders wieder angesteuert werden, auch wenn man nicht permanent sich knuddeln kann oder sonst was, aber mal wieder mehr Zeit hat auch zum Reden, ne? Oder selbst jetzt mediale Technik, ne, finde ich, wurde ja nun auch in den Schulen, in Einrichtungen, wo es oftmals nicht ging, zusammen zu sein, ist es nun wichtig, denke ich mal, für die Perspektive auch sowas mit einzuordnen, wo man dann auf dieser virtuellen Schiene, beziehungsweise jetzt gerade über Homeoffice, über solche Dinge, wie wir es jetzt hier machen, auch die Leute und einem trotzdem nahe zu sein. Und das finde ich schon, ist mal eine neue Situation, die man ganz einfach jetzt auch möglicherweise noch viel intensiver erlebt, ja, aber auch diszipliniert sein muss, ohne Frage. Das ist ja dann auch das, was ich denke, ein Sportler möglicherweise noch viel intensiver auch früher erlebt hat. Ja, du bist ja früher auch sehr, sehr oft zu Händewaschen gegangen oder möglicherweise nicht immer so diesen extrem nahen Kontakt, ne, oder immer wieder auch prophylaktisch sich vom Immunsystem eingestellt hat, dass man gesund bleibt. Für mich war
gesund bleiben war das A und O. Deswegen Klopf auf Holz, weil für mich eigentlich diese Gesundheit das A und O war. Wenn ich gesund war, würde ich die Welt bewegen. Ja, wenn ich krank geworden bin oder es mir nicht so ging, und das war mal im jungen Alter, wo ich dann plötzlich als Jugendlicher mit 14 Jahren nicht an einer DDR-Meisterschaft teilnehmen konnte, da habe ich Rotz und Wasser geholt und da habe ich mir gesagt, dann werden wir immer gesund bleiben. Das ist wirklich, ja. Und ich denke, das ist auch das A und O im gesellschaftlichen Leben, im gesamten Leben, wo man auch immer wieder die Leute begeistern sollte, dass sie sich mit Sport, mit guter Ernährung, mit sagen wir, der Gesundheitssituation auseinandersetzen und versuchen, ganz einfach da immer wieder präsent zu sein und sich auszutauschen. Ne? Ja. Jetzt auch die Bergdorf-Europameisterschaft, die zwar jetzt ausfällt, aber auch eine Chance sein kann für die Zukunft, ja, für das nächste Jahr vielleicht, dass man da sich noch besser darauf vorbereiten kann und noch mehr auch dort reinlegen kann. Ja, da sagst du, was war es? Gesundheit ist wirklich der größte Reichtum, den wir alle haben können sollten. Und ich will da an einem Thema auch anknüpfen. Du sagtest, man soll sich bewegen, gesund ernähren. Als ehemaliger Trainer hast du ja vielleicht noch, ich weiß nicht, vielleicht Motivationstipps. Wie sieht denn deine tägliche Sportroutine aus? Und wie kann man, also ich bin da auch ganz offen und ehrlich, also ich sage zwar auch immer, Bewegung ist wichtig, aber so, dann jeden Tag sich zu motivieren, was zu tun, fällt so im Alltagsstress, im Berufsstress dann doch zunehmend schwer. Vielleicht hast du da noch so die ein oder anderen Tipps. Ja, der Mensch ist von Natur aus bequem, das ist so. Ja? Und ich lege mich auch gerne mal zurück oder ich mache auch gerne mal Urlaub. Oder ja, man muss ganz einfach auch mal entspannen. Deswegen Anspannung und Entspannung sollten immer ein ausgewogenes Verhältnis bilden. Ja, aber ich denke, dass eine normale Bewegung erstmal, ich muss auch nicht mehr jeden Tag jetzt so losrennen, wie ich früher losgerannt bin. Heute reicht mir, wenn ich mich mal auf mein Fahrrad setze, Radl mal ein Stückchen. Ja, oder ich gehe spazieren oder ich gehe mal in die Schwimmhalle oder ins Schwimmbad und ziehe dort mal ein paar Bahnen. Ne, oder ich nehme mal einen Inliner und fahre mal auf den wunderschönen Radwegen, die teilweise schon gut ausgebaut sind, aber wo wir auch demnächst noch ein bisschen mehr tun müssen, auch jetzt in unserer Region hier. Ja, und nehme mal ein Stöckchen mit dazu und skate. Und das ist so wunderschön, ja, dass mir das Spaß macht, dass ich also mich auch gar nicht extrem überwinden muss, sondern Landschaft, schöne Landschaft, frische Natur. Also das ist ja das A und O, ja, mit Menschen untereinander sich ergänzen zu können, ja, oder einfach mal was gemeinsam machen zu können. Ne. Oder im letzten Jahr war ich auch mal hier bei unseren Fußballern, bei den Kleinsten bis hin zu den Großen. Und mein Herz schlägt ja auch unter anderem für den Fußball. Und da haben wir auch mal einen Tag gemeinsam mit den Jüngeren gemacht. Und das, denke ich, ist erst einmal die Grundlage. Einfach nur bewegen. Da geht es gar nicht um Spaß. Spaß, Freude, sich einfach wohlfühlen. Genau. Ja, und Sport ist ja was zum Wohlfühlen. Sport ist auch ein Ausschütten von Endorphinen, von Glückshormonen. Ja, also wenn man was hat, dann fühlt man sich auch ganz anders. Ja? Und es gibt auch viele, die Schokolade essen. Mache ich unter anderem auch. zu genießen, ne? Oder mal zu Fieber zu gehen und dort mal zu schlemmen, das gehört alles mit dazu. Ja? Ja. Am Ende, denke ich, ist auch eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Also ich bin jetzt auch nicht der Gesundheitsapostel, also ich esse auch mal einen Burger oder ich esse auch mal was Fettes, was auch mit dazugehört. Ja? Und ich glaube, Fette braucht auch der Mensch, um auch seine Fette Vitamine irgendwo mit unterzubringen. Also das sind alles solche Prozesse, die man ganz einfach normal betrachten sollte. Ja? Ach klar, ja, versucht man da mal auf einem gewissen Level sich fit und gesund zu halten. Und das reicht schon. Also das muss jetzt nicht extrem überzogen sein, weil manche immer denken, ja, da muss man extrem viel dafür machen. Ich glaube, das ist manchmal einfach nur schon rausgehen, sich mal mit anderen treffen, mal eine gemeinsame Runde walken oder joggen oder auch mal sich auf den Rad zu setzen. Ja. Und einfach die Natur zu genießen. Wie in Thüringen, der ist mich nach wie vor faszinierend. Ja, wir haben einmal so eine verrückte Tour gemacht, wo wir komplett den ganzen Thüringer Wald, in Pumas damals, sind wir von A nach B, also 180 Kilometer, ne, früh morgens losgefahren, nachmittags waren wir dort. Ja, das ist natürlich schon sportlich, sage ich mal. Ja, und dann ist als wir angekommen sind, da haben wir dann, glaube ich, 4, 5 Bratwürste auf Ex reingezogen, weil die haben wir ja fast inhaliert. So schnell ging das, ne, weil natürlich der Energieverbrauch dann so hoch war. Ja, na klar. Ja. Das muss ab und zu mal sein.
aber nicht eben. Ja. Frank, du hast ja deine aktive Trainerkarriere 2015 beendet. Du bist aber trotzdem nach wie vor mit dem, ich sag mal, dem kompletten Wintersportzirkus, natürlich schwerpunktmäßig auch dem Biathlon, immer noch sehr, sehr stark verbunden. Ist das so? Also zumindest habe ich so den Eindruck, auch wenn ich so auf dein Instagram-Profil schaue. Du hast ja dieses Jahr auch, warst du, glaube ich, bei der Biathlon-WM in Antols noch mit dabei. Ja, eines der wenigen sportlichen Ereignisse, das dieses Jahr noch stattfinden konnte. Wie siehst du so die Zukunft des deutschen Biathlons? Wie sind die Damen und Herren aufgestellt? Na gut, fragt mich jeder. Aber ich sage mal, es wird im Biathlon auch immer mal wieder Höhen und Tiefen geben. Ja, und das ist im Sport normal. Ja, wir haben Protagonisten, die gefühlt gar nicht verlieren können. Ne? Wenn ich an Bö oder früher VK oder wie sie alle waren, gab es zu unserer Zeit auch, ne? Diese absoluten Spitzenathleten. Mhm. Aber was am Ende, denke ich, wichtig ist, dass du eine gewisse Geschlossenheit im Team erreichst. Und da sind wir immer noch in der Lage, auch uns in die Weltspitze mit in der Weltspitze anzubieten und auch in der Weltspitze mitzumischen. Das merkt man, sag mal, wenn dann doch die Teamwettkämpfe kommen. Es gibt punktuell Dinge, ich glaube, die müssen schon auch mal, da muss man schon mal drüber reden auch. Denn es ist ein ganz schmaler Grat, auf dem wir uns bewegen. Wir müssen unglaublich fit sein. Wir brauchen, sag mal, eine Kondition, die überdimensional ist. Wir brauchen, sag mal, dort Fähigkeiten im Schießen, die nicht nur auf Präzision angelagert sind. Klar, wichtig und entscheidend, aber auch die Schnelligkeit spielt momentan eine ganz entscheidende Rolle. Und auch die ganzen taktischen Aspekte spielen dort mit ein. Und da ist natürlich wichtig, dass ich fit bin. Und ich bin überzeugt davon, dass auch der Biathlon-Sport, der momentan so ein bisschen Wellental durchläuft, es auch wieder schaffen kann, ganz, ganz vorne anzuknüpfen. Ja, es ist da ist wichtig, dass man wirklich daran glaubt, das ist das eine, und dass man auch tagtäglich hart daran arbeitet. Also man muss auch dort das, was ich vorhin, sag mal, für mich, da muss man dann wieder anlegen und muss da natürlich angefangen vom frühen Morgens um 7 bis abends um 10 wirklich knochenhart arbeiten. Aber da muss ich wissen, was ich will. Ja, und das habe ich auch versucht, meinen Athleten immer wieder zu verdeutlichen. Wenn ich es mache, muss es richtig machen. Ja, nicht einfach, auch heute keine Lust hast. Okay, wenn du keine Lust hast, dann musst du das auch nicht machen. Ja, aber du machst es nicht für mich. Und wenn, dann machst du das für dich. Ja, und am Ende waren doch alle Athleten, die ich damals auch betreut habe, egal ob das in Sven Fischer oder Marc Kirchen oder Frank Luck oder Peter Sendl und auch ganz, ganz viele, Steffen Hoch, da könnte ich jetzt viele, viele nennen, ja, die dann gemerkt haben, oh, man kann damit schon auch ein bisschen mehr erreichen. Ja, und wenn sie dann entbehrt haben und waren dann plötzlich erfolgreich, dann haben sie sich gefreut und gesagt, oh, geil und prima und hat sich doch gelohnt und sagt, ja. Und das ist doch das Schönste, was es gibt, wenn man ein Ziel vor Augen hat und dieses Ziel verfolgt und dann mit diesem Ziel, wenn man es erreicht, dann auch sagen kann, ja, das war das. Das stimmt. Ja, und das motiviert ja dann wiederum. Ja, da kommt ganz viel dazu. Das ist, deswegen sagen wir, viele haben Biathlon schon tot gesagt, ne, oder wollten eigentlich schon damit zum Ausdruck bringen, die Medien sind da natürlich gnadenlos hart. Ja, sie sind da, gehen da jeden Tag natürlich ganz speziell auch ran. Aber auch da muss man als Athlet auch mit einer gewissen inneren Ruhe rangehen und sagen, okay, ich habe hier das absolut Beste für mich rausgeholt, dann ist es in Ordnung. Wenn ich aber hingehe und sage, da hat mir was gefehlt und da hätte ich ein bisschen mehr machen können und dort auch, dann muss ich damit leben, muss ich auch mit Kritik umgehen können, wenn einer kommt und sagt, was war denn da jetzt los, warum, weshalb, wieso, dann muss ich auch ehrlich damit umgehen. Das sind solche Prozesse, wo ich einfach denke, ja, man muss eigentlich tagtäglich sich auch im Spiegel angucken können. Habe ich es wirklich auch bis zum Letzten immer wieder geschafft und ausgereizt? Unter dem Aspekt knallharte Belastung, aber auch die Erholung und Entspannung, die dazugehört. Ja, denn es gibt ein altes Sprichwort, der Muskel wächst nur in der Ruhe. Das ist nun einmal so. Aber keiner denkt, dass er nur in der Ruhe wächst, sondern er muss was dafür. Genau. Frank, du hast ja als Athlet und auch als Trainer wirklich alles durchlebt. Sehr, sehr viele Höhen, natürlich auch Tiefen, das gehört auch dazu. Aber was sind so die, wenn du so auf deine Karriere zurückblickst, so deine prägenden Momente, von denen du auch noch deinen Enkelkindern erzählst? Ja, also ich sag mal genau, wie du gesagt hast, also es sind Höhen und sind Tiefen. Ich glaube, der Mensch wird oftmals auch mit Niederlagen geprägt. Ja, und für mich war es eine wunderschöne Zeit, die ich hier in Drusendal erleben durfte zum Beispiel. Ja, das erzähle ich auch meinen Kindern immer wieder.
wie das begonnen hat und wie man den Sport ganz einfach auch in der Schule schon gelebt hat. Wie ich einen Übungsleiter hatte, der auch gleichzeitig Lehrer war, Sportlehrer war und damit uns natürlich schon dort mitgenommen hat. Ne? Und schon einen ganz anderen Aspekt, wenn ich ihm erzählt habe, dass wir da von hier bis aufs Nüsles drüber, das sind schon ein paar Kilometer, die sind wir nicht mit dem Rad gefahren oder haben uns hinfahren lassen von Eltern, sondern das sind wir zu Fuß hin und sind auch zu Fuß wieder nach Hause. Ja? So, ja. Natürlich, wenn ich jetzt meinen Enkelkindern erzähle, oh, Opa, das ist ganz schön weit. Ja, oder in die Schule, jeden Tag in die Schule gegangen. Ich habe auf dem Beden oben gewohnt und musste dann jedes Mal hier runterlaufen. Ne? Und sie sagen, oh, ist aber auch ganz schön weit. Und mit den großen, mit den Schulranzen. Und ich sage, ja, war so. Ja, und dann war ich glücklich, als ich dann ein Fahrrad bekam, das mit dem Fahrrad schon bewerkstelligen durfte. Also so kleine Dinge, die mich dann dazu auch schon animiert haben, auch schon weiterzudenken. So, dann bekommst du die Möglichkeit an eine Kinder- und Jugendsportschule. Das war was ganz Großes, wo heute... muss das sein? Ja, also entweder möchte das wirklich oder nein, dann lieber was anderes machen. Wenn einer das nicht möchte, das ist auch dann nicht unbedingt relevant. Und dann war das für mich wirklich was ganz Großes, dorthin zu kommen. So, aber was gut war, als gut war es nicht, aber ich starb sehr, sehr früh und ich habe meiner Mama habe ich gesagt, also Mama, ich muss nicht unbedingt weiter an der Kinder- und Jugendsportschule bleiben. Ich komme zu euch zurück und helfe euch zu Hause. Und hat sie zu mir gesagt, nein, Junge, wenn du das unbedingt machen willst, dann mach das. Dann mach das, weil das hat mir mein Herz gebrochen, muss ich da mal sagen. Ja, weil sie für mich wie eine Mama war, 9 Jahre älter. Ja, und wenn ich nach Hause gekommen bin ich immer erstmal zu ihr und sie hat mir dort ein schönes Schnitzel oder irgendetwas gebraten, bevor ich sogar nach Hause gegangen bin. So, und das war für mich so ein prägender Moment, als sie sagte, wenn du das willst, und dann habe ich gesagt, ja Mama, ich will das eigentlich. Ich will das. Weil ich gesagt habe, ich kann auch euch zu Hause helfen. Nein, wenn du das willst, mach es. Ich habe es dann gemacht und habe auch gewusst und gehört und gemerkt, warum, weshalb sie das so gesagt hat. Denn du bist dann an der Kinder- und Jugendsportschule und da gibt es schon manchmal ganz schön harte Ellbogen. Das ist so, wenn du mit einem Mensch hinkommst. Ne? Heute würde man sagen, Mobbing, das gab es aber früher nicht, das Wort. Ne? Da wurde es aber auch so geklärt, ne? Dass du da auch... Ja. Und ich in gewissem Maße durchsetzen musste, wo dann plötzlich auf einmal auch in meiner Trainingsgruppe schon 4, 5 nicht mehr da waren, noch 2 übrig geblieben sind und ich dann auch gesagt habe, ich sage mal, ich glaube, ich schaffe das auch nicht, das ist für mich knochenhart und die Älteren, die geben mir jedes Mal auf die Mütze und naja. Und da hat sie gesagt, Junge, du hast es gewollt, nicht wir. Wir haben dich gefragt, nur wenn du das willst. So. Und alleine diese Worte, die sie mir gesagt hat, du hast es gewollt, das war für mich der Antrieb, zu sagen, okay, jetzt muss ich meine Bobbyspacken mal ein bisschen zusammendrücken und muss versuchen, dort auch weiterzukommen. Ja, und habe sie damit auch stolz gemacht. Ja, sie waren ja dann auch glücklich und stolz, als ich das erste Mal dann hier Juniorenweltmeister wurde, 1975. Ulgischerweise für mich eigentlich unglaublich, ja, nachdem 74 meine Schwester starb, ich 75 Juniorenweltmeister, also wie nah dann plötzlich auch solche Situationen beieinander liegen. Ja. Ja. Und das Gleiche passierte mir dann später nochmal, als meine Frau starb und ich trotzdem ein Jahr später nochmal Weltmeister werden konnte. Also wahrscheinlich legst du dann auch nochmal Energie frei, besonders vielleicht für diesen Menschen oder für diese Person, ja, und kannst dann erst einmal das überhaupt schätzen. Ja, und das war für mich mehrfach prägend, dass diese Missab oder ich sag mal, diese harten Schicksalsschläge, ja, und auch die sportlichen Erfolge sehr nah beieinander gelegen haben. Mhm. Ja, und ja, ich erinnere mich noch wahnsinnig gerne, wie hier, da lebten meine Oma und mein Opa noch meine Eltern. Ja, und wir konnten dann hier im Ort mit der Kutsche abgeholt. Eine Pferdekutsche. Ich dachte, oh, was ist denn das hier? Ich komme auf den Schulhof. Da waren gefühlte 1000 Schüler und Leute, wo ich dachte, boah, mein Herz hat mich hier hochgeschlagen. Ja. Glaube ich, ja. Ich wollte Ihnen trotzdem sagen, dass ich das alles Ihnen zu verdanken habe, dass Sie mich dort auch, sagen wir mal, so begeistert mitgenommen haben und jetzt auch wieder für mich da sind. Ja. Und das war mir auch irgendwo ein Bedürfnis. Und das hat mich geprägt. Das hat mich, sagen wir mal, in meinem gesamten Prozess, meinen weiteren Werdegang, hat mich das aufgebaut, hat mich das auch mitgenommen. Ja, und ich bin immer wieder gerne hierher gekommen, weil ich wusste, das ist meine Heimat. Ja, und zum Schluss wurde dann ganz Thüringen meine Heimat. Ja, egal, ob ich in Thüringen gezogen bin oder in Oberhof war, ja, oder im Grund unten. Ne,
Im Grunde sind ja auch, sagen wir mal, ganz, ganz viele Protagonisten, die sich für diese Region einsetzen, so wie ihr jetzt oder wie Steinbach-Hallenberg für diese Fußball-Meisterschaft in Bergdorf. Ja, und klar, jetzt, wenn du natürlich rückblickend gefragt wirst, was waren so, klar ist das der Olympiasieg. Das ist das, was du am Ende bestimmt als Kleiner noch gar nicht in Angriff genommen hast, ja, weil du da Spaß und Freude entwickelt hast. So, aber irgendwann mal reift dann ein ganz großes Ziel. Ja, und das Ziel heißt dann Juniorenweltmeister, großer Weltmeister bei Männern und dann auch später mal Olympiasieger. Ja, und das, wenn du das erreicht hast, das war für mich dann das Allerhöchste, in Lake Placid ganz oben stehen zu dürfen. Ja. Und genau das Gleiche versuchst du dann wieder an deine Sportler weiterzugeben. Ich habe ja auch gesagt, so, ich hatte ja damals Bandscheibenoperation, habe ja selbst nach der Bandscheibenoperation, wo sie mir zwei Bandscheiben richtig blutig herausgemüffelt hatten und dann versteift haben, habe ich ja gesagt, nee, ich will weitermachen. Ich will nochmal angreifen. Ich war ja noch relativ jung, auch mit 26, 27 Jahren bist du ja auch noch nicht am Ende. Und da haben aber die ganzen Ärzte gesagt, nee, geht nicht mehr. Wir können dir keinen Go mehr geben, sondern jetzt musst du zurückdrehen. Hat natürlich einen ganz starken taktischen Zug, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche mal als Trainer. Du hast dein Studium jetzt an der DHFK so gut wie beendet und ich möchte mich gerne als Trainer haben. Und da habe ich lange überlegt, habe auch lange gekaut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das mir schon schwer gefallen ist. Ja, und ich wollte auch eigentlich ganz, ganz klein beginnen. Und am Ende plötzlich haben sie mich ins kalte Wasser geworfen in der Nationalmannschaft. War aber am Ende wahrscheinlich richtig, ja, weil ich selber auch noch dort das fühlen konnte, was viele auch genauso gespürt und gefühlt haben wie ich noch kurz davor. Ja. Und das war für mich eine ganz, ganz große Herausforderung, genau das Gleiche auch dann in gewissem Maße weiterzugeben. Für mich natürlich noch eine größere Herausforderung, weil es viele Persönlichkeiten waren, die auch manchmal etwas anders waren. Manche, die richtig Gas gegeben haben, manche, die fauler waren, manche, die... Aber wie der Mensch so ist. Und das ist ja, das genau. Dass man dann mit diesen Nuancen auch an Persönlichkeiten zusammenkommt, an Persönlichkeitsentwicklungen teilhaben darf, sie in gewissem Maße mitformt, ihnen zur Seite steht. Ja. Aber oftmals sie auch als Trainer nicht zu wichtig nimmt, ja, sondern auch den Menschen dort im Vordergrund lassen sollte, ja, dass er den Zug aufbaut. Du zwar versuchst dort entsprechend mit Einfluss zu nehmen, ja, aber letzten Endes muss es ja dann der Athlet umsetzen. Ja. Und das ist für mich als Trainer eine wunderschöne Zeit. Das glaube ich. Und ist auch, glaube ich, total spannend, was du auch schon sagst. Ne? Der Mensch ist ja trotzdem am Ende des Tages im Vordergrund. Und das ist auch ein wichtiges Anliegen dieser Bergdorf-EM. Es geht darum, Menschen zusammenzubringen, Spaß am Fußball zu haben. Wie findest du diese Idee dieser Bergdorf-EM? Und was gibst du den Jungs vom 1. FC Steinbach-Heimberg noch mit auf den Weg? Ich bin ja kein Fußballtrainer, aber wir haben Fußball als Einstieg jede Woche am Montag früh von 7.30 Uhr als Einstieg so immer wieder eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde Fußball gespielt, weil Fußball eine so motivierende Sportart ist, die meine Jungs gleich wieder richtig auf Touren gebracht hat. Weil manchmal kam am Ende, war noch ein bisschen müde. Und noch, naja, wenn ich den Ball geworfen hatte, dann habe ich sofort gemerkt, oh, sind sie dabei? Ja. Kann ich dann ordentlich weitermachen oder muss ich bei den einen oder anderen ein paar Stellschräubchen drehen? Deswegen war der Fußball für mich was ganz Entscheidendes. Auch in Phasen, wenn wir ganz hart trainiert haben, immer mal wieder den Fußball mit eingeworfen. Ne? Wo man sagt, okay, ja, hier mal ein Fußballspielchen, waren sie sofort motiviert. Wenn einer nicht mehr motiviert war im Fußball, habe ich gemerkt, oh, jetzt muss ich was umstellen im Trainingsprogramm. Das ist ja sowas von faszinierend, sage ich mal. Ja? Dass man da auch nur für sich gewinnen kann. Ne? Was gewinnen heißt, aber für sich persönlich ist Fußball immer wieder was Wunderbares. Und da würde ich eben sagen, ist jetzt diese Chance, dass es um ein Jahr verschoben wird, vielleicht, weiß ich nicht. Aber ich denke, es wird vielleicht in diese Richtung auch laufen, dass es dann ein Jahr später wird, dass man trainingsmethodisch noch ein bisschen mehr investieren kann, sich noch etwas besser vorbereiten kann. Ja. Locker bleiben, auf keinen Fall, also auf jeden Fall, das gehört mir dazu, das darf man auch nicht außer Acht lassen, aber diese konditionellen Fähigkeiten, die ich benötige, auf 1893 Meter, das ist knochenhart, also was da auf die Jungs zukommt, also
Da muss ich sagen, das wird eine ganz, ganz große Nummer. Ja? Ja. Da sollte man vielleicht auch das ein oder andere Höhentraining nicht nur mal so punktuell, sondern vielleicht auch mal ein bisschen längerfristig, man hat jetzt ein Jahr Zeit, auch in eine Hypoxie-Kettenanordnung mit einzubauen, ja, sagen wir mal dosiert, es muss nicht immer gleich die Höhe von 2000 Meter sein, da können auch mal, ja, mal 1400 Meter, 1600 Meter reichen, ja, aber diese Fähigkeiten sich anzueignen, auch physiologisch richtig stark zu sein, ja, denn die Höhe ist am Ende wirklich so ein limitierender Aspekt in dem Maße, in dem dann dort der ganze Kohlenhydratstoffwechsel noch viel intensiver angeregt wird. Ja? Und das ist so eine Frage, sag mal, wie ich das auch natürlich wegstecke. Also ich werde garantiert diejenigen auch im Vorteil sein, die erstmal in dieser Höhe leben und auch diejenigen, die sich an diese Höhe gut angepasst haben. Ja? Ansonsten bin ich überzeugt davon, technisch werden sie brillant sein. Ja? Und werden das schon handeln. Ja? Und mit so einer Protagonistin wie dich, die das auch mit einbringt, ja, wird das schon klappen. Ja, und wenn es am Ende nicht der Pokal wird, ich sage es einfach mal, ist alleine schon die Zusammenführung und dieser Wettkampf, genau, in dieser Region ist schon was ganz Faszinierendes. Denn ich war auch 1976 in der Nähe, gar nicht weit entfernt, dort beim Art Forer, der hatte Hotels dort auf der Riederalm. Und, ja, genau, wieder ein. Ja. Da war ich schon, ja, ganz toll. Und dort haben wir unsere Olympia-Vorbereitung damals, 1976 gemacht. Ah, okay. Ja, Innsbruck hatte ja auch noch einmal eine gewisse Höhenlage dort und da mussten wir im Jahresverlauf mehrfach diese Höhe mit einordnen und da war das für mich eben auch so ein faszinierender Aspekt. Ja, ich sehe schon, du bist ja auch auf jeden Fall absoluter Experte, falls der Trainer David Reich da noch Fragen hat. Kann er sich natürlich jederzeit an dich wenden. 100%. Super, Frank. Ich bin immer erstaunt, wie schnell die Zeit auch vergeht. Und es ist auch so spannend, was du so zu erzählen hast. Also ich denke, wir werden das vielleicht auch irgendwann nochmal in einem anderen Rahmen nochmal in aller Ausführlichkeit durchführen. Das finde ich wirklich toll. Vielleicht dann in meiner Heimatstadt in Schmalkalden zum Talk im Thüringer Wald. Wer weiß. Wenn dann irgendwann auch wieder Veranstaltungen erlaubt sind, ansonsten vielleicht in einem kleineren Rahmen. Ich danke dir auf jeden Fall ganz sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast, dass du generell auch, das finde ich so schön, den Thüringer Wald, Thüringen auch so nach außen in die Welt trägst. Denn es ist natürlich schon etwas ganz Besonderes, die Heimat. Und das wollen wir ja auch jetzt mit der Bergdorf-EM, mit der Teilnahme von Steinbach-Hallenberg erreichen. Ne? Ein Ziel, ein Team, ein Weg und dass eben der Thüringer Wald auch nochmal, ja, oftmals wird er ja so ein bisschen unterschätzt, habe ich das Gefühl. Und insofern ist das vielleicht auch ein ganz guter Weg, dass wir ihn noch mehr nach außen tragen. Ja, auf alle Fälle. Hast du sehr wohl, hat wunderschön gesagt jetzt auch, würde ich so sagen. Und ich bedanke mich auch ganz herzlich. War auch wirklich faszinierend für mich, mal dich kennenzulernen. Ja, genau. Auch diejenigen zu grüßen, die jetzt weiter für den Thüringer Wald unterwegs sein werden und wünsche euch alles, alles Gute. Ja, vielen, vielen Dank und bis ganz bald dann hoffentlich auch mal persönlich. Freue ich mich sehr. Dankeschön. Danke.